Die Werke für Violine Solo von Johann Sebastian Bach sind Werke, die alle Geiger im Laufe ihres Lebens, im Laufe ihres Studiums zumindest einmal neu studieren werden. In Ihrer Arbeit, wenn Sie über die letzten Jahre nachdenken, auch in der Recherche zu diesem Buch, was war es, wo Sie denken würden, das war der größte interpretatorische Unterschied zu dem, wie Sie selbst im Laufe Ihres Studiums diese Werke damals noch studiert haben? Wenn wir sagen musikalische Rhetorik oder musikalisch-rhetorische Figuren, dann empfinden das viele Interpreten als etwas, wo man einfach sofort Angst bekommt. Ja, das ist etwas für die Gelehrten und das hat eigentlich, ja, es kann sein, dass das vielleicht mit Bachs Matthäus-Passion zu tun hat oder mit seinen Kantaten und so weiter. Aber das betrifft doch nicht die Sonaten, Partiten für Solovioline. Und das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, also ist ein bisschen ein radikales Wort, das Irrtum, weil die musikalische Rhetorik, was ist es? Das sind verschiedene melodische oder rhythmische oder harmonische Figuren oder Gebilde und diese Figuren bildeten damals sozusagen das Vokabular der Musik. Also in der Sprache haben wir verschiedene Worte, wie zum Beispiel Liebe, Hass, Begeisterung oder Tisch oder Geige. Und über diese Worte verständigen wir uns. Und in der musikalischen Rhetorik sind das eben zum Beispiel bestimmte Intervalle, bestimmte harmonische Verbindungen und so weiter. Und diese Figuren haben eine bestimmte Bedeutung. Wie weit gehen wir eigentlich da in diesen Affektlehren? Wie viele Komponisten haben sich eigentlich hier mit diesen Elementen der musikalischen Rhetorik, was bedeuten bestimmte musikalisch-rhetorische Figuren, was lösen sie beim Zuhörer für eine Emotion aus, warum werden sie an ganz konkreten Stellen verwendet, was möchte der Komponist hier im Rahmen von dem Einsatz von diesen Figuren für einen Text erzählen, für eine Geschichte erzählen. Bis wann ist das eigentlich in der Musikgeschichte wirklich wichtig für die Komponisten gewesen? Also die Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben, da könnte ich auch ein halbes Jahr darüber eine Vorlesung halten. Sehr gut, wir haben halten. 25 Minuten. Ja. Zuerst, was die zeitliche Abgrenzung betrifft. Also die musikalische Rhetorik und auch die ganze Affekttheorie hat mit der Entdeckung der Wiederentdeckung der Antike zu tun. Das heißt, dass diese ganze Bewegung hat irgendwann in der Renaissance begonnen, sagen wir mal um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Und sie hat ihre Gültigkeit ungefähr bis zum Zerfall der Tonalität. Ja, noch, wenn wir uns noch Werke von jungen Schönberg anschauen, die Verklärte Nacht, dann sehen wir einfach gewisse rhetorische Elemente oder sogar sehr viel davon. Die Frage ist nur, wie die Figuren und die ganze Affekttheorie, wie das wahrgenommen haben. Natürlich gibt es da einen Wandel. Also zuerst mal war das Ganze im Werden. Man hat das nach und nach, dieses System ausgearbeitet. Und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es wiederum zu, ja, also im Laufe der Entwicklung der Virtuosität waren dann plötzlich also einfach Koloraturen und virtuose Passagen wichtiger als zum Beispiel musikalisch-rhetorische Figuren. Oder was hat man erwartet von der Musik? Man hat erwartet, dass Musik emotionell auf Menschen einwirken muss. Und das ist so ähnlich wie mit der Sprache. Also wenn ich mit jemandem spreche, dann kann ich ihn ja emotionell beeinflussen. Und mit Musik war das so, dass durch Melodie, durch also
Melodie und Rhythmus, noch weitere Komponente dazu gekommen sind. Und man war auch davon überzeugt, dass Musik einfach eine ungeheuerliche Kraft hat und dass sie noch viel eben stärker auf den Menschen einwirken kann und dass sie ihn auch positiv emotionell beeinflussen kann. Und man hat also nicht nur, dass man das sozusagen so angenommen hat, ich meine, wir wissen es heute genauso, das ist nichts Neues. Weil auch heute, wenn wir zum Beispiel traurig sind und uns traurige Musik anhören, dann merken wir die Wirkung der Musik. Oder wenn wir fröhlich sind, irgendwo in einer Diskothek und jetzt einfach rhythmische, wilde Musik hören, dann merken wir auch genauso also diese Wirkung. Das ist, wie gesagt, nichts Neues. Aber damals in der Barockzeit und hauptsächlich im 17., 18. Jahrhundert hat man sich also darum bemüht, dass die Musik wirklich gezielt auf den Menschen einwirkt. Ja? Das heißt, der Komponist war verpflichtet, einfach Affekte, Emotionen darzustellen und damit oder dadurch gezielt auf den Menschen einwirken und ihn sozusagen direkt zu beeinflussen. Also ganz wichtig war das zum Beispiel in der Kirche, dort ging es um Andacht, um höhere Gefühle, um, ja, um Kontemplation und so weiter. Und da hat die Musik eine ganz wichtige Rolle gespielt. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Konkreten. Wenn ich gewisse Wirkung erzielen möchte, dann brauche ich gewisses Vokabular. Also wenn ich Sie zum Beispiel zum Lachen bringen möchte, dann muss ich bestimmte Wörter verwenden. Ja? Und das ist in der Musik nicht anders. Also wenn ich Sie sozusagen aufheitern möchte, dann muss ich zum Beispiel geschwinderes Tempo nehmen, größere Intervalle. Die Musik muss einfach einen freudigen Charakter haben und dadurch kann ich sie beeinflussen oder umgekehrt. Und man hat aus diesen oder auf Basis von diesen Überlegungen einfach nach und nach ein komplettes System ausgearbeitet. Wir haben ja in einem unserer gemeinsamen Projekte nicht nur diese CD, sondern wir wollen ja auch dieses Wissen weitergeben. Und wir wollen dieses Wissen ja auch weitergeben in einer Form, wie wir Musiker damit ja auch tatsächlich etwas anfangen können. Das ist ein Buch, das hat knapp 900 Seiten. Da drinnen, 1000 Seiten. Da drinnen sind alle Affekttheorien und alle Elemente der musikalischen Rhetorik. Die einzige Affekttheorie drinnen. Es liest sich wirklich wie eine Art Lexikon. Also es ist natürlich sehr angenehm als Musiker, wenn man wirklich zu jedem Punkt, egal was man gerade spielt, eigentlich dort immer relativ schnell die Informationen danach findet. Das ist kein Roman. Ja? Meine Frage zum einen jetzt, was bewegt einen überhaupt heutzutage, dass man so etwas schreibt? Und zum anderen auch, warum muss ich das überhaupt wissen? Ist die Musik nicht für mich selbst einfach selbsterklärend? Muss ich jetzt jedem, der im Saal sitzt, das vorher vorlesen, damit er versteht, was ich jetzt dann spielen werde? Ist nicht die Musik als seine so emotionale Form der Ausdrucksweise einfach per se selbsterklärend? Ist das alles falsch, was wir bis jetzt gemacht haben? Und ist es notwendig, dass man die Menschen diesbezüglich jetzt belehrt und zur Rede stellt? Gut. Wie muss man sich fühlen oder wie muss man sein, dass man sich mal hinsetzt, jahrelang und so ein Buch zu schreiben? Ich beschäftige mich mit der alten Musik oder überhaupt mit der Aufführungspraxis der Musik des 17., 18. Jahrhunderts eigentlich mein ganzes Berufsleben lang und ich weiß seit ungefähr 35 Jahren, ungefähr damals in der Zeit habe ich begriffen, wie wichtig Affekte, das heißt Emotionen in der Musik dieser Zeit waren. Und ich habe dieses Thema wirklich lange Zeit verfolgt und irgendwann ist mir erstens aufgefallen, dass es eigentlich kein Werk darüber gibt, das wirklich dieses Thema komplex behandeln würde. Und zweitens, ich meine, ich bin ja nicht mehr ganz jung, aber was ich so im Laufe meines Lebens beobachten kann,
dass sich die Musik wirklich immer mehr und mehr, so zumindest mein Empfinden, einfach auf die Geschwindigkeit, auf das Virtuose konzentriert. Und das ist ja genau das Gegenteil davon, was man im 17., 18. Jahrhundert von der Musik erwartet hat. Ich würde hier einen kleinen Vergleich mit der Malerei machen. Wenn Sie sich ein Bild vom Rembrandt ansehen oder von Rubens, von einem anderen Maler aus dieser Zeit, dann werden Sie sofort merken, wenn Sie so malen möchten, wie die Menschen damals gemalt haben, müssen Sie einfach gewisse Kenntnisse haben. Sie müssen sich mit der altmeisterlichen Technik auseinandersetzen und Sie müssen sozusagen sehr viel Zeit, Sie müssen sich sehr viel Zeit mit der Theorie beschäftigen. Also es geht nicht nur um das Malen, sondern auch um das Wie. Und jetzt, was die Musik betrifft, wir stehen hier vor einem wirklich massiven Problem. Und zwar, wie ich schon angedeutet habe vorher, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts einfach das Virtuose plötzlich sehr wichtig. Also nicht nur im 19. Jahrhundert schon vorher, aber im 19. Jahrhundert, wenn wir uns also Paganini, Liszt und diese großartigen Musiker anschauen, die haben wirklich also die technischen Grenze der Instrumente massiv erweitert. Und das andere, die Ausdrucksfähigkeit der Musik, nämlich auch dann, wenn es vielleicht eine einfache Melodie ist, ja, die ist irgendwie in den Hintergrund geraten. Und jetzt kam es dazu, dass man gegen Ende des 19. Jahrhunderts nach und nach wieder Werke barocker Meister entdeckt hat. Man hat aber nicht wirklich gewusst, was man eigentlich mit dieser Musik tun soll, weil sie einem primitiv vorgekommen ist. Wenn wir uns die verschiedenen Ausgaben zum Beispiel von den Sessoli anschauen, dann merken wir, dass man den Notentext, den ursprünglichen, weitgehend ignoriert hat. Und man hat es, also die Herausgeber von Anfang des 20. Jahrhunderts haben halt verschiedene Punkte, Striche, Bindebögen, alles Mögliche hinzugefügt. Ja. Und man hat sich gedacht, das muss ja so sein. Nur das Problem liegt darin, dass genau diese Ausgaben auch sozusagen die Interpreten geformt haben. Ja? Das heißt, das sind Ausgaben aus dem Unwissen heraus entstanden und aufgrund dieser Ausgaben hat sich eine ganze Tradition herausgebildet. Da war einfach nicht das Wissen, sondern das Glauben oder vielleicht ich mache das so und er macht das so und das ist unsere Freiheit und wir dürfen es so machen. Und warum braucht man das Wissen für diese Musik? Also Wissen und Musik waren wirklich untrennbar verbunden im 17. und 18. Jahrhundert. Man hat auch sehr häufig oder regelmäßig von der sogenannten Wissenschaft der Musik gesprochen. Vergessen Sie nicht, dass in dieser Zeit jeder Instrumentalist eine kompositorische Ausbildung hatte, ja, dass jeder Komponist mehrere Instrumente beherrscht hat, dass eigentlich alle ausgebildete Sänger waren, dass die Leute mindestens 4-5 Sprachen, also sagen wir Deutsch, Italienisch, Französisch, Latein, das war einfach selbstverständlich die Musiker. In dieser Zeit. Die Musiker, ja. Und das heißt, das Wissen, das allgemeine Wissen der Musiker in dieser Zeit war eine ganz andere als das Wissen der heutigen Musiker. Ich meine, es hat sich gewandelt, weil wir haben damaligen, halt viel mehr Repertoire zum Spielen das heute. Das ist der Punkt, ja. Damals in dieser Zeit hat man sich eigentlich immer nur mit der Musik der jeweiligen Zeit beschäftigt, während heute gibt es Renaissance-Musik zu bewältigen und Barockmusik und Romantik und so weiter. Ja, also das ist natürlich sind die Anforderungen ganz anderen. Nur der springende Punkt ist, wenn man die Musik dieser Zeit wirklich verstehen möchte und wenn man
wenn man sich der Musik, dem Geist der Musik wirklich nähern möchte, dann kann man dieses Wissen nicht ignorieren. Ich würde es vergleichen mit der Kenntnis einer Fremdsprache. Ja, das, was in der Musik passiert, ist häufig so, als ob sie einem Menschen, sagen wir einem Österreicher oder einem Deutschen, einen finnischen Text geben würden und sie würden von ihm wollen, dass er jetzt in finnischer Sprache, ohne sie zu beherrschen, zum Beispiel eine Rolle vorträgt. Das wäre nicht möglich, weil dieser deutschsprachige Mensch, Schauspieler oder Schauspielerin, einfach nicht das Vokabular kennen und auch nicht verstehen. Das heißt, auch wenn man es phonetisch richtig aussprechen würde, man würde falsche Betonungen machen, man würde falsches Tempo wählen, falsche Dynamik, der Ausdruck würde nicht passen. Er muss einfach die Sprache beherrschen, um sozusagen den Text zu verstehen. Und wenn ich dann den Text verstehe, dann kann ich es wiedergeben. Und das ist in der Musik nicht anders. Das heißt, um auf meine vorherige Frage zurückzukommen, was wir bis jetzt in der Musik alles falsch machen, ist falsche Dynamik, falsche Tempi, falsche Artikulation, falsche Bogenstriche. Ja, und das haben Sie gesagt. Und, ja, eigentlich, genau. machen wir überhaupt in der Musik alles falsch. Und das ist auch der Grund, warum es die klassische Musik heute so schwer hat und die Popularmusik so leicht. Das haben Sie alles gesagt. Ich denke es mir wir, nur. Wir haben miteinander 4 Jahre gemeinsam gearbeitet. Und wir haben in dieser Zeit, wie gesagt, sehr viel diskutiert und sehr viel gestritten, weil für mich viele Dinge emotional ganz anders sich dargestellt haben, zumindest am Anfang. Weil ich natürlich, genauso wie vielleicht viele von denjenigen, die uns jetzt zusehen oder die ein Interesse haben, vielleicht den nachfolgenden Kurs zu besuchen, hier online, dass ich einfach so eine Hörgewohnheit gehabt habe, dass diese Musik einfach mir so bekannt war und dass ich halt gewusst habe, dass die Lur ist etwas Trauriges. Also die Lur war für mich immer einer der traurigsten Sätze in dem ganzen Werk. Sie ist zwar unter Anführungszeichen in Dur, aber sie war für mich traurig. Jetzt mit dem Argument Stolz und Erhaben konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ja? Für mich war das eins der wirklich traurigsten Werk. Auf der anderen Seite manche, die für mich wirklich fröhlich gewesen sind, wie das Präludium in E-Dur. Oder die Sizilianer in G-Moll. Oder die Sizilianer in G-Moll. Tänzerisch, wo ich mir gedacht habe, ja, endlich einmal wirklich nicht immer so depressiv. Heißt jetzt, es ist eigentlich noch viel trauriger als vorher. Das waren so Dinge, wo mir Frau Professor Glücksam einfach wirklich emotional wirklich Chinesisch gesprochen hat. Aber nicht deswegen, weil ich als Musiker jetzt nicht in der Lage wäre, mich darauf einzulassen, sondern weil das einfach komplett dem entgegenspricht, was ich selbst durch meine jahrelange Auseinandersetzung mit den Werken, aber natürlich auch hauptsächlich durch die Überlieferung des Wissens von anderen und nicht von mir selbst, durch das, wie Sie es immer so bezeichnet haben, gefährliche Halbwissen, einfach zu einer Interpretation gekommen ist, ja, so muss es sein, so muss es klingen und alles andere, na, das kann so nicht sein. Und glauben Sie nicht auch, dass das ein bisschen so das Problem ist mit dem ganzen Projekt, dass in Wahrheit wollen die Musikprofessoren und Geigenprofessoren und Barockmusikspezialisten eigentlich nur mit Menschen zu tun haben, die in ihren Theorien ihnen genau das bestätigen, was sie eh schon wissen? Ja. Also das erste Schlüsselwort sind die Hörgewohnheiten. Das heißt, das ist so tief in Ihnen drinnen. Darf ich Sie bitten? Ja, das ist also eine dicke Dissertation über die verschiedenen Ausgaben und über Bach, über die Saisoni von Bach und darüber, was da alles die Herausgeber mit den Ausgaben gemacht haben. Ja. Und es ist zum Beispiel so, dass irgendwann um 1900 irgendjemand bei der zum Beispiel Fuga in G eine bestimmte Artikulation angegeben hat. Bam, 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 da, da, dam, bam, bam, mit lauten Punkten. Ja. So, seitdem wird das so gespielt. Ja. Zu einem Zeitpunkt, als die Aufführungspraxis der alten Musik noch überhaupt kein Thema war. Es hat sich niemand dafür interessiert, ja? Jahrzehntelang nicht. Man hat versucht, sich der Musik
ernsthaft zu nähern. Aber auch hier sehen wir ein bestimmtes Problem, nämlich man versucht das Wissen über die Musik aus, ich muss das leider so sagen, aus ein paar Instrumentalschulen zu bekommen. Es ist sehr wichtig, nur diese Instrumentalschulen. Stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen zum Beispiel den fröhlichen Anfang von Grete Biedermann oder irgendeine andere Violinschule für Anfänger. Und was erfahren Sie da aus dieses? Was erfahren Sie aus dieser Schule über das Denken und über das gesamte Musikwesen unserer Zeit? Das sind nur wirklich die elementaren Dinge, die da drinnen sind. Ja? Und genauso auch bei diesen instrumentalen Schulen des 17., 18. Jahrhunderts, da sind die allerwichtigsten Dinge drinnen. Auch zum Beispiel bei Johann Joachim Quanz in seiner Flötenschule oder Leopold Mozart Violinschule und so weiter. Das reicht nicht aus, um wirklich die Musik als komplexes System zu verstehen. Es ist wie ein Puzzle mit 1000 Teilen. Ja? Wenn man Leopold Mozart liest, dann hat man vielleicht 5 Teilchen. Wenn man Johann Joachim Quanz liest, hat man weitere 10 Teilchen. Ich möchte jetzt also das, was ich gesagt habe, konkret erklären. Zum Beispiel, Leopold Mozart spricht in seiner Violinschule von 3 verschiedenen Vibratotypen, nämlich schnell, mittelschnell oder mittellangsam und langsam. Man bekommt sozusagen die Information, man kann unterschiedlich vibrieren. Es wurde nicht nur ein Vibrato verlangt, sondern 3 verschiedene Typen. Es sagt aber erstens nicht, warum man diese 3 Vibrati überhaupt hat und zweitens, wann verwendet man sie? Wann verwendet man schnelles Vibrato, wann langsames, wann mittelschnelles? Dasselbe Problem ist zum Beispiel mit Trillern. Ja, es gab auch, es wird immer wieder erklärt, 3 verschiedene Triller, langsam, schnell, mittel und schnell. So, aus den Instrumentalschulen erfährt man nichts darüber. Erst wenn man sich mit der Affekttheorie und auch mit Rhetorik auseinandergesetzt hat, erfährt man, dass sowohl das Vibrato als auch der Triller einfach ein Ausdruck einer Emotion sein muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr traurige Komposition habe, wo wirklich traurige, bedrückte Affekte zum Ausdruck kommen sollen, dann soll ja das Vibrato langsam sein, um diese Emotion einfach adäquat auszudrücken. Und umgekehrt, wenn es etwas wütend ist, also wenn wir wütende oder auch freudige Affekte haben, dann ist es ja ganz natürlich, dass man sich einfach schneller und erregter bewegt. Sprich, auch das Vibrato oder die Triller sollten einfach schneller sein. Ja? Ja. Wir zeigen das jetzt einmal, weil ich kann ja auch ein bisschen Geige spielen. Es ist ja so, dass das, was mich so fasziniert hat, gerade wie wir gemeinsam gearbeitet haben, ist, dass diese Einstellung, die man normalerweise hat, dass ein Satz hat eine Emotion, dass sich das so stark umgedreht hat. Und ich würde das sehr gerne an einem kurzen Beispiel zeigen. Und wir haben jetzt am Anfang, was ist denn das? Das ist eine kleine Sekunde in 16. Noten. Und wenn ich jetzt eine schnelle Bewegung habe und ein kleines Intervall, bedeutet das, dass sich da etwas sehr schnell bewegt. Also es ist etwas Erregtes. Erregtes. Das ja. Nächste, was wir sehen, wir haben hier einen Ton mit einem Kreuz. Ja. Warum ist das was Besonderes? Also jede Erhöhung in der Musik, also wenn sie sozusagen... Wenn man sich ärgert, dann sagt man, ich bin jetzt gewachsen innerlich oder ich bin an die Decke geflogen oder so. Das heißt, man hat diese Tendenz einfach, diese Erregung nach oben. Ja.
Und jetzt haben wir das E noch einmal am Ende. Genau. Was bedeutet das? Wiederholung, eine Repetitio in der Musik. Also wenn ich etwas das zweite Mal sage, dann ist es wichtig. Ja? Also zum Beispiel, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Dann ist es immer mit einem Nachdruck verbunden. Und das kann sich sowohl auf einzelne Töne, sowohl auf einzelne Töne beziehen, als auch auf kurze Motive, Intervalle oder auch ganze Sätze. Ja, jetzt haben wir eine Quart. Ja. So, womit verbinden Sie die reine Quart aufsteigende? Aha, also ich mit einer Feuerwehr, ja, das ist ein Signalintervall und das ist immer, also es ist einfach auch deshalb, weil es ein konsonantes Intervall ist, wurde die reine Quart auch immer in der barocken Theorie mit etwas kraftvollen, positiven siegreich auch, ja, oder? Siegreich, genau. Ja. Das heißt, um noch kurz auf diesen, also auf dieses Anfangsmotiv zu kommen, wir haben da dieses E, dieses E, und weil sich das E wiederholt, muss das zweite E stärker sein. Ja, genau, und dann die siegreiche Quart. Genau, und dann aber ändert sich was. Okay, was ändert sich jetzt? Wir haben jetzt... Wir haben vorher ein aufsteigendes, dissonantes Intervall, also etwas Kraftvolles, Siegreiches, Positives. Dann kommen aber Sekunden, absteigende Sekunden. Also mit der kleinen Sekunde ist das so, dass die kleine Sekunde eigentlich als die Seele der Musik empfunden, bezeichnet wurde. Und die kleine Sekunde ist im diatonischen System das kleinste Intervall und deshalb, weil es auch eine minimale Bewegung ist, mit Trauer verbunden war, assoziiert wurde. Ja? Das heißt, wenn ich tot bin oder ganz unglücklich oder wenn ich sterben möchte, bewege ich mich nicht. Das heißt, so etwas würde man durch lange gehaltene Töne ausdrücken. Wenn ich todunglücklich bin, aber vielleicht doch irgendwie mich zumindest ein bisschen beklage, würde ich mich vielleicht im Bereich einer kleinen Sekunde bewegen. Oder wenn es mir ein bisschen besser geht, im Bereich der großen Sekunde. Und das ist auch der Grund, warum diese kleine Sekunde, Sekunden und... Genau, das sind dann Seufzerfiguren. Ja. Warum... insbesondere kleine Sekunden einfach erstens wahnsinnig wichtig sind in dieser Musik und aus diesem Grund muss man sie auch mit dem dazugehörigen Ausdruck spielen. Der dazugehörige Ausdruck in dem Fall jetzt quasi genau das Gegenteil von dem, was wir davor gehabt haben, dieses starke in der Quart. Genau. Der komplette Kontrast. Genau, und jetzt, der Witz. Ich habe gehört, das ist Thesis und Antithesis, ist das richtig? Es ist ganz super, gut gelernt. Das habe ich noch vor Ihnen gelernt. Ja, da haben wir nämlich ein Thema, das normalerweise gespielt wird. Bom, 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 ja. Und wenn man aber Bescheid über die Intervallsymbolik weiß und auch zum Beispiel über musikalische Rhetorik, nämlich Antithesis als Ausdruck von konträren Affekten, ja, dann weiß man, dass dieses Thema viel mehr an Ausdruck enthält, als man es eigentlich normalerweise annimmt. Und Sie haben mich gefragt, warum tue ich mir die ganze Arbeit an und so weiter. Mir geht es darum, der Musik einfach dieses ganze Reichtum zurückzugeben. Also dieses Buch basiert auf Lehrwerken, Kompositionsschulen, Instrumentalschulen, philosophischen Abhandlungen und so weiter aus dem Zeitraum
ich kann sagen, seit der Antike, aber hauptsächlich mit dem Schwerpunkt Zeit der Renaissance, also 1550 circa bis ins 19. Jahrhundert. Und diese Bücher wurden in 5 verschiedenen Sprachen verfasst. Das heißt, das ist wirklich ein repräsentativer Überblick dieses Wissens über die Musik, den ich also nicht nur im Buch habe, sondern auch in meinem Kopf. Und es geht mir darum, sich, also wenn ich jetzt das Wort Wahrheit verwende, dann klingt das vielleicht pathetisch, ja? Aber es geht mir tatsächlich darum, mich so ehrlich, wie es uns nur möglich ist, der Musik zu nähern. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Interesse wecken. Wenn es Anregungen oder Fragen oder auch Beschwerden zu den jeweiligen Themen gibt oder wirklich konkrete Fragen oder einfach Fragestellungen, die sich aufgetan haben, dann zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen natürlich sehr gerne Rede und Antwort. Wir haben uns im Laufe der letzten 4 Jahre sehr intensiv mit den Werken der Barockmusik und auch der Wiener Klassik, der musikalischen Rhetorik und der Affektlehre auseinandergesetzt. Und dieses quasi Grundwerk, was dem den großen Anstoß gegeben hat, ist dieses Buch von Professor Glücksam, wo sich hier in fast, also eigentlich genau 1000 Seiten, einen Punkt nach dem anderen bespricht, welche Elemente aus der Affektlehre, welche wichtigen Aspekte der musikalischen Rhetorik eigentlich von Musikern beachtet werden müssen, wenn sie Werke aus dieser Zeit spielen. Es gab auch dann eine CD, wo alle Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach aufgenommen wurden, die ich gespielt habe. Das war ein Forschungsprojekt der Universität Mozarteum Salzburg. Und wir möchten hier in so einem kleinen Online-Lehrkurs ein bisschen erklären, was eigentlich die Hintergründe von dieser Aufnahme waren, beziehungsweise auch von diesem Buch sind. Wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt in dem Booklet zu der CD, was schon bereits jetzt 100 Seiten umfasst, wirklich alles genau zu erklären, was Musiker und Interpreten tatsächlich am meisten interessiert. Aber einige der Punkte möchten wir eben hier noch ein bisschen genauer besprechen. Was wäre es denn gewesen, wo Sie sagen, dass es den wirklich absolut größten Unterschied gemacht hat, von dem, wie ich am Anfang gespielt habe und wie ich jetzt die CD aufgenommen habe? Was habe ich wirklich anders gemacht? Ich glaube, ich kann das in einem einzigen Satz sagen. Vorher, nachher. Vorher haben Sie nicht viel über musikalische Rhetorik gewusst, nachher sehr wohl. Und das ist das, was eigentlich, also man könnte die musikalische Rhetorik als das Vokabular der Zeit bezeichnen. Und wenn man das Vokabular der Zeit beherrscht, dann versteht man auch die melodischen Gedanken, rhythmischen Gedanken. Man versteht sie anders und man versteht auch das Werk ganz anders. Und das ist der Unterschied. Also stellen Sie sich vor, Sie lesen einen Text in einer Sprache, die Sie nicht verstehen, oder aber Sie haben die Sprache gelernt. Das ist der Unterschied. Das heißt, Sie würden ein anderes Tempo nehmen, andere Artikulation, andere Dynamik. Sie würden das gesamte Werk einfach anders anpacken. Emil geht dann her. Lausburg. Quitschi, quitschi. Aber du warst jetzt so lang so brav. So brav, ja.